Hallo, hallo, Hallöchen, da sind wir wieder bei Occupy Mars. Und ja, ich war hier unterwegs, geschlagene 4 Stunden. 4 Stunden für kleine Leiterplatten. Und jetzt haltet euch fest, wie die ich gefunden habe. Eins, zwei und drei. 3 Stück in 4 Stunden. Ich glaube, unser Baron hatte recht. Ich glaube, die haben es die Anzahl verringert. Oder die neu gespawnten Gebäude haben keine Leiterplatten mehr. Zumindest keine kleinen. Die sind sowas von rar geworden. Wo bin ich jetzt? Wo ist meine Base? Da, 3,8 Kilometer von meiner Base entfernt, habe ungefähr 10, 15 Vase mitgenommen. Und da waren nur die drei Dinger drin. Normalerweise habe ich früher in jedem mindestens eine kleine Leiterplatte gefunden. Mindestens. Und dann wollte ich euch noch zeigen, dass diese hier, diese, die auf diesen komischen kleinen Stelzen stehenden Solarpaneelen, dass die am meisten Solarpaneele abgeben. Solarzellen, meine ich. Ich zeige euch das mal, wie viele. Das sind 12 Stück, glaube ich. 3, 6, 12. Jawohl, das sind 12 Stück. Ich zeige euch jetzt mal, wie viel wir durchaus die 12 Stück rauskriegen. Das mache ich mal einfach nur so. Ohne Zeitvorsprung, ohne alles. Das Zurückfahren mache ich gleich mit der Pause-Taste bei OBS. Aber da bekommt ihr einiges raus. Okay, das ist Vorführeffekt, weil ich hatte jetzt schon eigentlich viel mehr. Kannst du mal richtig abnehmen, bitte? Danke. Entschuldigung, ich bin ein wenig gereizt, weil ich hier, ihr seht die Punkte oben an der Leiste neben der 4 Grad. Ich habe schon 3 Punkte zu verteilen für Material, weil ich alles abgebaut habe. Was mir dann auch aufgefallen ist, wenn ihr die Häuser abbaut, die Basen, und da sind noch Leiterplatten oder Tablets drin, der reißt die mit ab. Der säbelt die Leiterplatinen und die Tablets weg. Die fallen nicht runter. Das habe ich nämlich extra getestet. Da war eine große Leiterplatte in einem Raum drin. Und ich habe gedacht, ich teste das mal. Und die ist nicht mit runtergefallen. Alle so wie Motor, Solarpaneele oder Elektronik oder sowas, alles runtergefallen. Oder Nahrungsmittel. Nur die, wer ist jetzt? Die Tablets und die Leiterplatten nicht. Die sind alle weg gewesen. Also schön aufpassen, erst durch die Räumlichkeiten durchgehen und die Sachen rausholen und dann erst abbauen. Ansonsten geht euch einiges durch den Lappen. Das kann bei mir auch gewesen sein, aber ich habe die nämlich abgebaut teilweise. Und nicht reingeguckt habe, weil ich gedacht habe, das fällt alles runter, aber die sind nicht runtergefallen. Ich hatte da eine gesehen gehabt, die lag da drin, eine große Leiterplatte. So, guck mal hier. 41 mal Solarzellen. Das ist noch wenig. Ich hatte 50 bei dem einen. Aber das sind mal richtige Solarpaneele. So, ihr seht, ich hatte auch einen Tornado. Jetzt gehe ich da noch mal hin. Und wenn da ein großer drin liegt, dann zeige ich euch das mal. Wenn da eine große Leiterplatte drin ist. Dann baue ich den nämlich mal ab und dann werdet ihr sehen, dass dass die verschwindet. 1fach so. Und was mich mittlerweile an dem Spiel echt aufregt, sind diese Zwischenruckler hier. Da trägt mich momentan echt tierisch auf, weil ich weiß nicht warum. Die hatte ich ganz am Anfang nicht. Und seit dem letzten Patch, der etwas größere, habe ich die wieder. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Gucken, ob da eins drin ist. Ist keine drin. Weil jetzt natürlich Vorführeffekt ist. Jetzt ist natürlich keine Leiterplatte hier drin, aber Lebensmittel. Super. Dann eben nicht.
Liegen außen? Nö. Aber das hier direkt was. Was hier nur hier ist und das brauche ich nicht mehr. Da habe ich genug von. Wieso können wir eigentlich nicht diese Platten hier bauen? Schade, dass so viele Sachen nicht mehr da sind. Ach, guck mal, das haben die gefixt hier. Dass die, dass man die jetzt wieder sieht. Aber genau jetzt ist natürlich keine da, ne? Ist das hier ein Tablet gewesen? Warte mal. Nö, das ist gar nichts. Okay. Das ist gar nichts. Dann, Moment, ich gehe, fahre mal noch zum nächsten. Müsste direkt vor uns eine sein. Oder hinter uns. Da ist auch ein Tablet drin, dann kann ich euch das zeigen. Da ist das. Obwohl, da war ich doch gerade eben. Da war ich doch gerade eben. Weiß ich ja, da war ich doch. Da war kein Tablet drin. Schauen wir hier hin. Eine andere Wasserflasche rein. Ist von außen, ich sehe sonst nichts. Ich mache das alles einfach mal so und nehme euch einfach mal mit, damit wir wieder so ein bisschen die guten alten Zeiten. Den Rückweg, den mache ich da wieder im mein Gott, Entschuldigung. Mache ich da wieder im Schnellverlauf. Muss ich gleich mal kurz mal ein Räusper rausschnüppeln. Bin ich mal gespannt, ob da noch was drin ist. An Tablets oder sowas. Wenn es jetzt nicht so ist wie gerade eben, dann breche ich zusammen, ne? Wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr nichts mehr hört, dann liege ich gerade auf dem Boden. Ich habe das zweimal ausprobiert und bei beiden war nichts mehr da. Von einem Tablet oder von einem Dingens. Von einer Leiterplatte. Ich glaube, hier ist keine Leiterplatte drin bestimmt. Irgendjemand hat mir gesagt, beim Neuladen spawnen alle neu. Alle Bärbasen oder spawnen nach. So. Das ist aber nur das Platte. Was ist das denn hier? Das ist eine Glasplatte. Die nehme ich so mal mit. Erkenne ich da was drin? Hier ist dann sowas. Was haben wir hier? Kürbis nehme ich mit. Weil die möchte ich nicht gerade versemmeln. Genauso wie den Salat. Ist auch kein Tablet. Sollte hier nicht ein Tablet sein? Na egal, ich zeige euch das mal eben hier. Weil hier ist ja noch was drin. Und das fällt auf jeden Fall runter, das kann ich euch zeigen. Okay, jetzt fällt es natürlich nicht runter, weil da die Kiste da dran ist. So, fällt runter. Hammer. Jetzt würde ich gerne bitte eine Dings haben, wo ein Tablet drin ist. Das wäre perfekt jetzt. Also, let me see. Ich hatte erst letzte Folge überlegt, oder gesagt, vor dieser Folge. Beim Rumsuchen habe ich überlegt, dass ich alles nur noch in der Ego-Perspektive mache. Also hier fahren und sowas, aber ich kann hier nichts sehen. Von daher, da man die auch nicht sauber machen kann, den Rover, fahre ich dann hier doch so. Hier, bei sowas war eine Leiterplatte drin. Ich hoffe, hier ist eine große oder mittlere drin, weil die habe ich nämlich schon zu Genüge gerade in der Tasche.
So einen habe ich noch gar nicht gesehen, so eine Base hier. Also soll ich lieber schlafen gehen erstmal? Ja, lass mal schlafen. Komm, mach mal kurz die Luke zu. Und jetzt jammert er wieder, dass er nicht genug hat zum Schlafen. Junge, Junge. Millimeter ist davon weg. Entschuldigen die Gereiztheit gerade. Aber wie gesagt, fast 4 Stunden gebraucht, um 3 Leiterplatten zu finden. Und deswegen bin ich ein ganz klein wenig aufgebracht. Oxygen 30%. Oxygen 25%. Eishausen hat es ja gesagt gehabt, dass die wohl nicht mehr da sind. Und er hat wohl recht behalten. Salat und Kürbis. Salat, Kürbis und Rübengut. Rübensamen. Warning. Oxygen below 15%. Ja, ist ja gut. Ich wechsle das ja schon. So, dann gehen wir mal gucken. Das ist auch die letzte Base, die ich gucke. Wenn da keins ist, dann eben nicht. Ach, wieder rumgespringen, die er hasse, wenn er da nicht rüberkommt. Danke. Da ist eine Leiterplatte, aber das dürfte eine mittlere sein. Wenn sie klein ist, mache ich das nicht, weil die brauche ich. Das ist sogar eine große. Dann gehe ich dann mal raus und stelle mich daneben, also davor. Jetzt mal den ganzen Quatsch hier weg. Hör auf zu zappeln. Okay, er macht nicht alles weg. Das hier ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das macht er jetzt doch weg. Okay. Gott. Fliegt auch nur so eine kleine Störenfliege rum. Voll vor die Wo ist denn das Gebäude jetzt? Ich hätte das Gebäude schon weggemacht. Aber hier sieht das. Ist weg. Die sind da. Der ist gerade am Krabbeln, oder was? Tatsächlich. Die sind da, aber die Leiterplatte ist weg. Oder ich bin zu blind. Aber dann wäre ich ja mehrmals blind gewesen. Also damit ihr Bescheid wisst, ne? Nicht abbauen, erst durchgehen. Hier noch mal, ob hier noch eine kleine drin ist. Da ist noch mal Saatgut. Was wir hier haben. Auch wieder Rübe. Hier wollte ich eigentlich auch schon mal ein bisschen weiter weg. Ja, hier ist noch ein Tablet. Guck mal, genau, das können wir uns direkt mal angucken. Das ist nämlich dann auch weg. Zack, weg ist es. Jetzt hat man es sogar besser gesehen. Also nicht alles einfach stumpf abbauen. Es könnten Leiterplatten drin sein. Werde ich den eventuell mal auf Discord schreiben. Dass alles da ist, aber genau die Sachen, die man eigentlich braucht, dann wegspawnen. Wenn, dann sollten die es machen, dass alles wegsporten, nicht nur dieses bisschen. Hier ist auch noch was drin. Eventuell. Ich habe Glück, hier ist mal eine kleine Leiterplatte.
Sauerstoffbaum, das ist sehr gut. Da ist noch eine, da sind zwei. Sehr, drei. War eine mittlere, ist ja auch egal, aber eigentlich will ich eher die kleinen hier haben. Sehr schön. War noch eine kleine? Die mittlere, die brauchen wir nicht. Aber hier liegt auch noch eine. Was ist denn hier los? Inventory full. Inventar ist voll. Die mittlere hier weg. Da liegen auch noch welche oder was? Was für ein. Ach, ist das eine Aluplatte? Schon gerade gedacht hier. Schlaraffenland. Ja, jetzt wo ich es euch zeigen will, kriegen wir mal kurz in einem drei kleine Leiterplatten raus. Das ist doch mal. Das ist doch mal der Knaller. Aber wie gesagt, das könnte eine sein, die ich noch nicht durchgeguckt habe, weil ich bin hier in dem Gebiet, wo ich noch nicht war. Von daher kann das daran liegen. Denke ich mir mal. So, dann werde ich nämlich jetzt. Warte mal. Jetzt haben wir sechs kleine, super. Perfekt. Happel. Da haben wir einen Baum schon mal wenigstens, den wir pflanzen können. Wunderbar. Also wenn wir dann Pflanzen machen können, Bäume. Aber ich habe jetzt schon mal drei Punkte für Materialien. Das ist schon mal sehr gut. Können wir nachher direkt vergeben, wenn wir zu Hause sind. Und ich werde ab jetzt den Speeder laufen lassen. Also wünsche ich euch noch was. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind hier an der Base, aber ich würde gerne nochmal die hier mitnehmen. Was lustig ist, denn ich habe eigentlich alles weggemacht. Diesen braunen Batzen hier, sag ich mal. Da hatte ich eigentlich alles weggesäbelt, damit ich die Punkte kriege und die sind zum größten Teil wieder da. Selbst der große direkt vor dem Rover, den habe ich abgebaut gehabt, der ist wieder da, komplett. Da scheint was bei denen im Code nicht ganz zu funktionieren. Würde ich mal eben so behaupten, wenn ich ehrlich bin. Das merkt man ja alleine schon an die Ruckler, an die 100.000. Denn das geht nämlich auch schon ganz schön aufs Nervenkostüm. Mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber
Ich habe da irgendwie nicht so die Lust drauf, die ganze Zeit dieses Rumgeruckel, dass man bis auf 20 FPS runter berauscht. Finde es nicht schön. Kannst du mal grapschen? Das jetzt nur mit, weil ich vorhin gemerkt habe, dass wir nicht mehr genug haben davon. Hallo, du hast da, da war doch grüner an. Okay. Wollen mit dem hier. Schon fast voll. Haben wir noch was in der Nähe? Natürlich nicht, weil klar. Die hat nämlich eigentlich komplett kleiner gemacht. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Nehmen wir einfach mit. So, das war's schon. Mal wieder in den Verkehrsmodus. Flitzen dann mal wieder zur Base zurück. Das schon nicht. Hoffe ich doch. Das, der Anhänger ist eh schlecht zu lenken, oder rückwärts zumindest. So, nochmal entladen. Das Zumachen von dem Ding und Not, das geht nicht wirklich gut. Das war bei dem anderen besser, bei dem kleinen. Available point for technological advancement. Jetzt haben wir da auch Punkte wieder gekriegt. Sehr schön. Wie sollen wir denn Materialienpunkte gekriegt dafür? Ich weiß es nicht. Oh, da siehst du, der ist nämlich wieder offen, obwohl ich das zugemacht habe. Jetzt ist er zu. So, guckt euch das an. 1,5 fast und 2000 Aluminium. Ist ja super. Dann gucke ich mal. Ich nehme noch mal die noch mal 3 Stück mit. Da habe ich nämlich, ich mache das jetzt so, nicht, dass wieder irgendjemand meckert. Denn, jetzt sage ich euch sofort, ich habe kein Stromkabel mehr. Ich mache das so, damit ich hier nämlich dann nachher das Vehikel mit anschließen kann. Also auf einen Stöpsel den Zerkleinerer und auf dem anderen dann den, das Moped, damit der nämlich laden kann. Dafür werde ich nachher noch ein paar Dinger dazu stöpseln. Aber jetzt erstmal bekommt nur, ich weiß gar nicht, wie viel braucht der normal, das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich glaube 20, ne? 20 kW, glaube ich. Kann ich gar nicht sehen. Oder doch, kann ich wohl sehen. 20, ja, genau. So, hier kommt dann nämlich die
0.084. Vielleicht mache ich da auch noch eine dazu. Dann mache ich hier 50. Ne, mach mal 70. Ich denke, das reicht. So, dann kriegt nämlich der hier 0, 0. Der braucht die 20. Wieso ist denn da so wenig? Ich taste ihn erstmal aufladen. Komm. Ich baue da noch zwei dran. 2 Akku-Packs. So, da kann das erstmal ein bisschen laden. Und dann nehme ich noch mal die Sachen mit. Wäre schön, wenn die hier auch eine Treppe dran machen würden, damit man hier hochkommt und nicht mal außen rum rennen muss. Weil, wo brauchst du ein kleiner Faudi, wenn es irgendwas geht, weite Strecken zu latschen oder ein paar Strecken zu latschen? Mal hier bleiben, nehme ich das lieber noch mit. Das kann hier drinne bleiben. Ich den noch mit. So, ihr seht ja, ich habe genug gesammelt, also da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Sind schon bei 32 Minuten. Jetzt bin ich natürlich immer überlegen. Normal könnt ihr weg. Aber die lasse ich erstmal stehen für die Rover, falls ich die mal irgendwann noch mal brauche. Aber ich glaube es zwar nicht, aber erstmal lasse ich den, glaube ich, da stehen oder baue den ab und mache die dann zu der Hauptbase hier dazu. Die werde ich sowieso auch noch erweitern in den nächsten Tagen. Auch schon fertig. Aber dafür habe ich keine Stromkabel mehr. Das heißt, ich muss da mal gucken. Irgendwo hatte ich ja Stromkabel gemacht, so viele. Die müssten entweder im Rover müssten noch, glaube ich, ein paar sein oder hier drin. Aber ich glaube, hier drin war nichts mehr. Ich gehe mal da drin und gucken, ob ich da noch welche drin habe. Ich glaube ja. Ich glaube, die habe ich da reingesteckt gehabt. Na, lauf schon. Ja. Achso, die habe ich ja da drin, das stimmt ja. Ich habe gerade gedacht, wo ist denn jetzt das Stromkabel hin? Gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen. Gerade über 1 mm von dem Wasser weg und ich wollte schlafen und da hat er gesagt, geht nicht über Nacht, weil zu wenig Wasser. Zahl und Millimeter weg. Was? Ach so, das Essen. Ich wollte gerade schon wieder losjammern. Guck mal, wie viel Essen wir haben. Wir haben fast 90 Mal Essen gehabt, gerade eben. So viele Baracken habe ich durchgeguckt. Oh. Aber jetzt haben wir erstmal noch ein paar. Oxygen 75%. Jawohl. Was heißt eigentlich bei Scannen das Z? Kann das sein, dass das was mit so einem großen, mit der großen Antenne zu tun hat? Eventuell. Kann das sein? Eins will ich damit euch machen. Und zwar gehen wir jetzt doch mal eben kurz an den. Warte mal hier dran. Wenn nicht. Hier. Da haben wir noch genug Kabel. Genug Kabelsgedöns. An den Tisch, an den Materialtisch.
Und erweitern nochmal. So, was bräuchten wir denn? Bräuchten den Hangar? Materials, Die technology Lobby? access level increased. Available point for technological Ja. advancement. Ja, Lobby ist ja hier. Die Lobby. Materials, Und dann können wir sogar technology noch das access Hauptquartier. Da level sind wir hier sogar increased. Available point for tatsächlich sogar schon technological durch. advancement. Materials, Das hier ist dann ein technology gutes access level Milchgimmick. increased. Keine Ahnung, was das, was hier, wie das gehen soll. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben das fertig. Wunderbar. Dann fehlt uns eigentlich noch Botani. Elektrizität aber auch komplett voll. Das hier können wir eigentlich schon machen, aber ich habe das zum dritten Mal jetzt gelernt. Und so wie es aussieht, wo ist denn eigentlich unser Elektro? Habe ich den noch gar nicht gebaut? Oder ist das die hier? Ach, das ist die. Jetzt ist damit gelb. Da, ich habe das gerade eben noch mal freigeschaltet. Und jetzt ist es wieder weg. Also es scheint ein Bug zu sein. Was wollte ich jetzt mit euch nochmal machen? Equalizer pressure. Kabel anbringen. Und dann wollte ich die nächste Runde einläutern. Guck, die wird wieder viel zu lang, die Folge. Aber ich mache für heute Ende. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt 6 Stunden aufgenommen für zwei ganze Folgen. Und das reicht mir heute erstmal. Muss noch schneiden und so was und hochladen. Und das dauert auch noch so 3 Stunden. Von daher mache ich das übermorgen den Rest. Mich doch mal durch hier, Mann. So, dann kann das nämlich auch schon mal füllen. Da werde ich dann auch noch mal eins hinlegen, ein, zwei Packs dazu machen. Bei dem hier vorne, dann haben die nämlich auch schon mal was zum Einsparen, wenn wir noch genug Elektronik haben und so. Ja, aber. Mein Gott. So, dann brauchten wir eigentlich nur noch Punkte, um Botanik voll zu kriegen und die nee, warte mal, andere, die hier Botanik und Mechanik voll zu kriegen. Das sind dann die einzigen, die wir noch brauchen. Das heißt, die Tage müssen wir dann weiter bohren und viel Pflanzen machen. Aber Pflanzen haben wir noch gar nicht gemacht. Ich wollte das erstmal alles so haben, wie es jetzt ist. Und deswegen kann ich mir dann an der nächsten Folge ein paar Pflanzenkästen bauen. Und dann machen wir nur noch Pflanzen in der nächsten Folge. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und eventuell lasst ihr ja gerne noch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.